Liebe Freunde der Paradoxenstrategie, ja, geht es nach dieser Statistik hier, dann liegen wir ganz weit vorne, was die Siegprovinzen betrifft. 107% weit vor Frankreich, weil wir sowohl auf der Landseite als auch auf der Seeseite alle sieben haben und sogar eine mehr. Aber, das ist ja in diesem Spiel völlig irrelevant, liebe Freunde. Ihr kennt das Thema schon. Nein, man muss vor allem den jeweils Führenden vom Thron stoßen. Und dazu müsste ich einen Krieg mit Frankreich und mit Großbritannien, also mit den beiden Gegnern, beginnen. Nun gut, das ist natürlich jenseits von Gut und Böse, aber uns geht es ja nicht um solche mechanischen Siegprovinzen hier, Länder zählen und sowas. Uns geht es um die Ehre, und um die militärischen Überlegenheit, und das dokumentieren wir hier gerade in unserem Russland-Feldzug. Wir haben etwas geschafft, was ja viele andere nicht geschafft haben, nämlich Moskau zu besetzen, liebe Freunde. So ist es. Und insofern lasst uns hier vorangehen. Wir folgen mal hier dieser restlichen oder dem Rest dieser Garnisonseinheit, die sich jetzt in eine andere Richtung bewegt und wahrscheinlich nicht rechtzeitig dort ankommen wird. Und liebe Freunde, eine Sache ist mir noch aufgefallen. Ich blockiere ja hier inzwischen Provinzen, die mir schon selbst gehören, lustigerweise. Das ist natürlich völlig sinnlos. Deswegen werde ich hier mal ein bisschen was umstellen müssen. Also, und weiterhin habe ich gemerkt, es ist auch sinnlos, Provinzen zu belagern, die keine Stadt haben, weil für die Siegpunkte zählt es tatsächlich nur die Blockade, meine ich jetzt, von Provinzen mit Stadt oder mit Festung. Insofern ist es zum Beispiel Quatsch, hier zu stehen. Das ist völliger Unsinn, mit diesen Linienschiffen hier zu stehen. Es ist also richtig Quatsch. Hier ist es vernünftig zu stehen, genau, in Revel. Aber da steht ja schon eins. Ich werde mal ein bisschen umsortieren. Die Linienschiffe, also zum Beispiel die Transportschiffe, die wir hier noch haben. Wo haben wir zum Beispiel eins? Ja, das Linienschiff, das muss da auch nicht mehr hin. Also das ist alles Humbug. Sammeln wir mal das hier. Dieses Transportschiff. Das kann mal nach Riga fahren. Da sammeln wir jetzt mal unsere Transportflotte. Das ist hier auch Humbug. Ja, das ist insofern sinnvoll, aber das muss vielleicht jetzt auch gar kein Transportschiff erledigen. Genau, das könnte dieses leichte Schiff erledigen, nach Vasa zu fahren. Und mit dem Transportschiff werden wir hier nach Riga reinfahren. Das geht mal dahin. Und das andere müssen wir jetzt mal beobachten. Ich weiß gar nicht mehr, was ich hier alles vorhatte. Das ist auch Humbug. So, das Linienschiff. Ne, das kann hier bleiben. Da ist ja Pernov noch. Ja, okay. Den Rest machen wir mal später. So, die stehen in Pleskau. Die stehen hier in Novgorod, alles, also auf dem Weg nach Novgorod. Insofern kann das jetzt hier gut und gerne weitergehen. So, wo werden wir jetzt? Achso, das sind diese Garnisonseinheiten, die wir locker überrennen. Und dann werde ich mal so der Vollständigkeit halber mal mir noch diese komischen Küstenprovinzen nehmen. Und dann, ja, es war jetzt nicht so toll, aber gehen wir mal den Weg. Weil immerhin könnten hier russische Flotten
sich reparieren lassen. Und das sollte doch durchaus verhindert werden. So, jetzt sind wir auf dem Weg nach Narva. Auch nochmal Garnisonstruppen begegnet. Hier will ich nochmal prüfen, müssen wir hier irgendwas reparieren lassen. Oh ja, die haben keinen so ganz tollen Zustand mehr. Da müssen wir was tun. Aber Gott sei Dank haben wir ja diese Provinz jetzt gerade erobert. Deswegen werde ich dort mal hineinfahren. Dass hier ein Licht ist zum Beispiel auch Quatsch. Hatte ich das schon gesagt? Ja, hatte ich wahrscheinlich schon gesagt. Hier wiederum liegt sie gut. Deswegen bringen wir sie mal dahin. So, die Transportflotte ist auch Quatsch. Die können wir dann nach Hause bringen. Ach, da oben haben wir jetzt zwei Schiffe liegen. Das ist ein leichtes Schiff und ein Transportschiff. Das muss da auch nicht hin. Ab nach Riga. Wo sich jetzt unsere Transportschiffe sammeln. Das braucht auch nicht da liegen. Das ist ein Linienschiff. Das können wir hier mal so sortieren. So, dann haben wir jetzt mal einigermaßen handhabbare Schiffchen. Das ist ein einzelnes Linienschiff. Okay. So weit, so gut. So, jetzt sind wir in Narva angekommen. Da sind 2000 Mann. Sturmangriff. Gute Erfolgsaussichten. Aber das genügt uns nicht. Deswegen belagern wir lieber ein bisschen. Ja, hier sehen wir gerade ein russisches Linienschiff. Wo wollen die denn hin? Nicht, dass die hier mein einsames Transportschiff erledigen wollen. Das gefällt mir gar nicht so gut. Das gefällt mir gar nicht so gut. Ich glaube, wir werden auch mal ein Linienschiff hier oben hinschicken und dieses Transportschiff, das braucht da nicht sein. Das kommt wieder auch nach Riga. So, jetzt sind wir in Novgorod angelangt. Da sind wieder nur 1000 Mann, deswegen werden wir den Sturmangriff befehlen. Sehr schön. Und es gibt tatsächlich hier eine Seeschlacht. Ein Linienschiff gegen ein Transportschiff. Und da muss ich jetzt zu Hilfe kommen. Mit diesen drei Schiffen und diesem Schiff, denke ich mal hier. Jawohl. So, und das ist die Transportflotte, die ich jetzt mal hier wieder verbinden kann. Genau. Alles hübsche Transportschiffe. Und in Novgorod haben wir erfolgreich natürlich gestürmt. So, jetzt ist die Frage, gehen wir jetzt hier mit der westpreußischen Armee eher Richtung Twer vor oder dann doch nach St. Petersburg? Ja, das Schwierige ist jetzt wirklich auch, es kommt ja bald der Winter. Und was mache ich jetzt im Winter? Ziehe ich mich zurück? Das wäre irgendwie Quatsch. Aber wenn ich hier bleibe, dann erleide ich wirklich heftige Verluste, nämlich nicht nur 5%, sondern immer 10%. Ich denke, wir sollten die Gelegenheit nutzen und jetzt zur Hauptstadt marschieren. Bin mal sehr gespannt, wie viele Verteidiger dort liegen. So, ist die Flotte präpariert? Noch nicht. Ja, aber der Winter wird hart, das sage ich schon mal. Wenn wir jetzt hier im Lande bleiben. Aber wie gesagt, es erscheint mir auch irgendwie völlig zuwider und absurd, jetzt hier wegen des Winters abzuhauen. Ja, die ersten Provinzen färben sich weiß. Oh, in Pleskau sind wir bei 24%. Aber da sind ja diese wahnsinnig vielen Gegner drin. Das geht ja gar nicht. Den Sturmangriff. Und hier haben wir zum Glück gewonnen, aber leider nicht das Schiff des Gegners vernichtet. Das ist ärgerlich. Die sind jetzt dort vor Anker gegangen. Insofern
Das geht nach Riga. Ja, dann lassen wir mal die drei dort und schicken das eine hier zurück. Das ist, glaube ich, so ist es gut, genau. So ist es gut. Da oben haben wir die Linienschiffe. Ich denke, jetzt haben wir eine ganz gute Ordnung drin. Bloß hier muss ich noch warten, bis die einigermaßen repariert sind. Um dann wieder den Golf von Kronstadt und damit auch St. Petersburg zu... Ui, aber hier brechen welche aus. Ne, das dürfen sie nicht. Das dürfen sie nicht. Zwei Linienschiffe. Das muss verhindert werden. Und wir sind in St. Petersburg tatsächlich angekommen. Und da stehen 17.000 Mann. Uiuiui, das ist schon heftig. Das ist schon heftig. Na gut, das wird eine lange Belagerung und wir werden viele, viele Verluste erleiden. 5% und im Winter garantiert noch viel, viel mehr. Das wird spannend, liebe Freunde. So, jetzt... Ah, da bin ich tatsächlich zu spät gekommen. Ärgerlich. Da muss ich jetzt nachsetzen. Ich hoffe, ich komme noch rechtzeitig, um hier noch zu helfen und möglicherweise endlich mal ein russisches Schiff auch wieder zu vernichten, was wirklich, wirklich wichtig gewesen wäre. Oh, wir sind ja hier stark angeschlagen mit 6%. Aber ich hoffe, das gelingt. Ja, ja, tatsächlich. Endlich. Sie haben auch wieder... Und wir haben sogar eins erobert, wie ich gesehen habe. Es ist ja fantastisch. Oh, die müssen aber dringend repariert werden. Dringend. Und die eigentlich auch. Na, dann machen wir das doch glatt. Gut. Jetzt ist Pleskau endlich gewonnen und jetzt kommt es hier zur großen Schlacht. Und hier wird es entscheidend sein, diese Armee dann... Na, sonst war das auch gewonnen, sehr gut. Da kommt es auch zur Schlacht, aber hier ist es viel, viel wichtiger, weil diese Armee muss dann dringend... Ja, sonst haben wir gewonnen, das ist gut. Im Übrigen ist das jetzt der Moment, wo wir unsere Transportflotte brauchen. Weil wir sie nämlich ausschicken, um Blücher jetzt zu holen. Endlich ist es soweit, dass Blücher da weg kann. Und wir ihn wiederkriegen. So, aber diese Armee, die müssen wir jetzt erwischen. Die darf sich nämlich jetzt, die wird jetzt irgendwie fliehen. Ja, genau. Es werden jetzt ein paar tausend Mann übrig bleiben. Und das ist jetzt echt brandgefährlich. Die müssen wir jetzt irgendwie stellen und im Notfall müssen wir hier sogar die Belagerung von Narva sogar unterbrechen. Die dürfen uns nicht verloren gehen. Das ist ganz, ganz entscheidend. So, Porcher und 29. Und am 1. September sind sie schon... Was ist denn nun los? Ach nee, das sind nur, Gott sei Dank, ich dachte in St. Petersburg würden die einen Ausbruch wagen, aber das sind zum Glück nur die 2400 Garnisonstruppen, die ich sofort erledige. So, und sie fliehen nach Luga und wir können sie nicht stellen. Wir sind auch zwei Tage später da. Ich vermute mal, dass sie nach Kronstadt wollen. Jetzt gehen sie nach Tolmatschow. Noch werden sie nicht verstärkt, aber irgendwann geht das dann los und dann wird es brandgefährlich. Weil dann sammelt sich die gesamte russische Manpower dort und das ist echt heftig. Das ist echt heftig, das sage ich euch. Was ist denn nun los? Schweden hat uns den Krieg erklärt? Ich kann es nicht glauben. Ich kann es nicht glauben. Bitte. Das ist ja frech. Es ist unglaublich.
25.000. Boah, das habe ich ja jetzt gebraucht. Das habe ich gebraucht. Gerade war ich so weit und wollte... und wollte Blücher holen. Boah. Und da haben sie natürlich ihre 35.000 Mann hier auch noch am Start. Oh nein, liebe Freunde. Das kann doch nicht wahr sein. Was machen wir denn da? Auf jeden Fall, wenn wir erstmal Blücher in die Stadt ziehen. Genau. Vielleicht sollten wir uns auch mal diese Ansicht wählen. Also damit habe ich jetzt nun überhaupt nicht gerechnet. Finde ich eine Frechheit, dass sich die Schweden erdreisten, jetzt das hier durchzuziehen. Diese Armee reicht leider nicht. Diese Armee reicht nicht. Ich werde eine zweite hier rüberholen müssen und das ist natürlich heikel, muss man einfach mal so sagen. Das ist jetzt echt heikel. Insofern kann ich gleich mal diese Transportflotte wieder zurückschicken. Und zwar hierhin. Und außerdem brauche ich hier meine starke Flotte, die leider sehr, sehr angeschlagen ist, um mit den schwedischen Schiffen umzugehen. Drei sind das hier. Ich weiß gar nicht, wie viele Schiffe haben die Schweden eigentlich. Das wäre nochmal wichtig zu wissen. Flottengröße. Wo ist Schweden? 9 Schiffe. Weiß man natürlich jetzt nicht, was dahinter steht. Wie viele Linienschiffe das jetzt sind. Oh, das ist wirklich bitter und ärgerlich. Okay, wir schicken erstmal die 3 Linienschiffe hier hoch und die 4 auch noch. Und dann müssen wir jetzt erstmal abwarten. Hilft nichts. Hilft nichts. So, leider haben sie mich hier erwischt. Blöderweise, mein leichtes Schiff wird jetzt möglicherweise draufgehen. Vielleicht kann ich noch rechtzeitig fliehen. So, wo marschieren sie jetzt hin? Nach Putschkin? Und wahrscheinlich dann nach Kronstadt. Aber noch sind sie nicht verstärkt worden. Insofern ist das alles okay. Ja, hier werde ich mal versuchen abzuhauen, so schnell es geht. Beziehungsweise vielleicht komme ich noch rechtzeitig mit meinen Linienschiffen dahin. Nee, das ist eine Niederlage, aber Gott sei Dank ist das Schiff nicht hin. Und jetzt ist die Frage, 4 gegen 3, gelingt mir das? Und was passiert hier mit den Schweden? So, 4 gegen 3. Leider ist mein Moral deutlich, deutlich geringer. Das sind auch 2 leichte Schiffe dabei. Das sieht schlecht aus. Aber es kommen ja gleich noch 4 andere Linienschiffe. Oh Mann, 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 Mann. Die Situation hat sich jetzt nicht gerade zum Positiven für uns entwickelt. So, jetzt sind wir mit 8 Schiffen da vertreten. Aber die Moral ist so schlecht. Meine Herren. Wenn die jetzt noch die Flottenüberlegenheit haben, dann kann ich natürlich auch überhaupt nicht... Oh, hier haben die nochmal 2 Linienschiffe. Dann kann ich natürlich überhaupt nicht hier irgendwelche Truppen dahin bringen. Da muss ich jetzt erstmal heftig abwarten. Bis mir das möglich ist. So, tatsächlich, wir haben sogar 2 Schiffe verloren. Das ist hart. Das ist richtig hart. Uiuiuiui. Ja, da sind ihre gesamten 11 Schiffe jetzt hier am Start. 6 Linienschiffe, 1 leichtes Schiff. Okay. Und die gehen jetzt erstmal alle nach Sundsvall.
Knifflig ist das Ganze, knifflig. Der Gegner hat sich jetzt tatsächlich nach Kronstadt verzogen. Wir können diese Garnison überrennen und man sieht es, jetzt sind schon 7800 und jetzt kann ich nur hoffen, dass ich hier rechtzeitig ankomme, dass sie nicht noch abhauen können. Ja, sie versuchen abzuhauen. 16. Dezember und ich bin am 15. da. Ich hoffe, das klappt auch. Manchmal verschiebt sich das hier noch. Was haben wir denn jetzt noch Schönes? Oh, jetzt greifen die mich jetzt konsequent überall an. Ja, klar. Ich Idiot. Jetzt muss ich hier auch... Nee, da können wir... Na, nee. Gegen 6 Schiffe. 2 Linienschiffe. Na, vielleicht schaffen wir es. 2 gegen 2. Ach, hier kommt noch ein russisches Linienschiff. Na, holen wir die noch zur Hilfe. Vielleicht bringt das was. Ja, ich bin jetzt also hier ziemlich marinemäßig unter Druck geraten. Hätte ich nicht gedacht, dass das hier nochmal so passiert. Aber ein Zwei-Fronten-Krieg bringt einen hier schon ziemlich heftig durcheinander. Aber es ist jetzt wirklich entscheidend, dass ich diese 10.000 Mann abfange. 15. und 16. Das müsste also klappen. Jawohl. Immerhin, sie haben sich jetzt verkrümelt, sind jetzt in Kronstadt und das ist aber entscheidend, dass sie nicht fliehen konnten in die weiten russischen Wälder. Ah ja, und jetzt schlägt natürlich der Winter heftig zu. Ja, und ich kann jetzt hier nichts machen. Der arme Blücher ist jetzt hier... Der Gegner traut sich nicht ran. Aber der arme Blücher ist jetzt hier mit 10% Zermürbung in so einen Zwall eingesperrt. Es bringt jetzt nichts, hier irgendwie anzufangen, hier in den Süden zu gehen, weil sie mich dann über kurz oder lang stellen werden. Und die Provinzen haben dann natürlich noch eine viel, viel schlechtere Zermürbung. Beziehungsweise nicht eine schlechtere Zermürbung, aber einen geringeren Versorgungsgrad. Hier werden immerhin 24.000 Mann versorgt. In so einem Zwall. Das geht ja noch. Ja, das ist ziemlich fies, diese Situation. Also, dass die Schweden jetzt echt das nochmal wissen wollen, hätte ich nicht ganz so erwartet, muss ich mal so sagen. Okay, liebe Freunde, ja, in dieser schwierigen Situation mache ich erstmal Pause. Immerhin belagen wir die russische Hauptstadt und scheinen dort voranzukommen. 60% ist es immer noch. Die Russen wollen aber keinen Frieden. Leider, leider. Wir können hier mal spaßenshalber Tribut fordern. Aber das nehmen sie alles überhaupt nicht an. Sie glauben noch an den Sieg. Und im Moment können sie auch etwas wieder Hoffnung schöpfen. Also das Micromanagement eben im Marinebereich war wirklich nicht besonders toll, muss ich mal sagen. Das hätte besser laufen können. Aber wir haben nur 1-2 Schiffe verloren. Und ich glaube, hier müssten ja auch noch bald irgendwelche Schiffe entstehen. Genau, das dauert leider noch ein bisschen. Dann haben wir wieder 3 Linienschiffe mehr. Ja, und vielleicht schaffen wir es dann. Aber über kurz oder lang haben wir, glaube ich, nicht die Power, um unsere Transportschiffe einzusetzen und Blücher zur Hilfe zu kommen. Das ist tragisch. Mal sehen. Gut, liebe Freunde, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Steinwallen.